Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Phantasos Studio Tutorial. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie man das perfekte Deagle anbringt auf den unmöglichsten Stellen, nämlich einem Space Marine Schulterpanzer. Dazu habe ich mir schon mal vier Schulterpanzer vorgrundiert. Einmal Black Templar, Ultramarine, Dark Angel und ein Space Wolf Schulterpanzer. Wir werden diverse Produkte heute benutzen. Unter anderem das Artcode von Games Workshop, dann von AK Interactive den Deagle Adapter Solution oder die Deagle Adapter Solution und den Ultra Matte Varnish von, ja, auch von AK Interactive. Der erste Schritt ist, den Schulterpanzer einmal komplett mit Artcode zu bemalen. Das Artcode kann man ein bisschen quasi verdünnen mit Wasser und dann versuchen, eine möglichst glatte Schicht aufzutragen. Oftmals dadurch, dass das so eine dickflüssige Masse ist, sieht man Pinselstriche. Ihr könnt vielleicht sehen. So, das Ganze glänzt jetzt so ein bisschen. Artcode ist im Prinzip ein Mattlack. Das mache ich jetzt erstmal bei allen durch. So, als nächstes habe ich meine Deagles, die ich verwenden möchte, auf ein Stückchen Ceva platziert und werde die dann gleich einfach mit ein bisschen Leitungswasser befeuchten. Ich nehme immer ganz gerne Ceva dafür, weil das Wasser quasi von oben und von unten das Deagle befeuchtet. Und so halt schneller und besser dafür sorgt, dass das Deagle sich von der Folie ablöst. Ultramarines haben eigentlich ein recht nerviges Symbol, was das Auftragen angeht, weil es halt sehr rund ist. Da muss man halt immer sehr viele Schnitte mit dem Messer machen, damit sich das Deagle nach Möglichkeit über diese runde Fläche wölben kann. Aber als erstes werden wir den AK Interactive Deagle Adapter auftragen. Das ist quasi eine Flüssigkeit, die löst das Deagle an, sorgt dafür, dass es geschmeidiger wird, weicher wird. Und ihr seht, ich schlunze hier einfach so einen relativ großen Tropfen auf den Schulterpanzer drauf und nehme dann mit meinem Pinsel das Ultramarine-Symbol und versuche direkt nach Möglichkeit die Mitte zu treffen. Man kann es natürlich später noch hin und her schieben, aber es macht es halt einfach weniger frustrierend, wenn man gleich die Mitte findet. So, wie ihr sehen könnt, das Symbol ist noch ein bisschen zerknittert und alles. So, dem können wir jetzt aber Abhilfe schaffen, indem wir diverse Schnitte mit dem Bastelmesser setzen. Dazu würde ich euch empfehlen, eine sehr, sehr scharfe Klinge zu benutzen. Und was ihr machen wollt, ist nicht ganz von der Mitte des Deagles, ein bisschen weiter weg, nach außen hin so leichte Wellenbewegungen zu machen. Was heißt Wellenbewegung? Also einfach geht ihr mit der Form des Schulterpanzers mit. Und gerade auch so bei diesem Omega, oder besser gesagt Ultramarine-Symbol, wo das U in diese beiden Flügel rübergeht, da ist ja so eine, ja, Vertiefung hier. Da lohnt es sich immer reinzuschneiden und auch nach unten hin immer so ein bisschen dieses U. Moment, seht ihr das überhaupt? So. Dieses U anzuschneiden und dann quasi in Sternform von der Mitte des Deagles ausgehend. So, da müsst ihr halt vorsichtig sein, dass ihr nicht zu sehr in die Mitte geht, weil dann kann es passieren, dass ihr das Deagle tatsächlich in Teile schneidet. Und das wollt ihr nicht. Ihr wollt es quasi nur anschneiden aus diversen Richtungen. So, also wir merken schon, okay, das Deagle kann sich jetzt, die einzelnen Schnitte können sich so überlappen. Und dadurch hat das Deagle die Möglichkeit, sich der Form des Schulterpanzers sozusagen anzupassen.
Das ist dann auch der Moment, wo ihr nochmal guckt, okay, sitzt das wirklich richtig, richtig mittig und so. Und wenn ihr dann mit der Passform sozusagen zufrieden seid, so, das würde ich sagen, es ist recht mittig, es ist vielleicht auf dieser Seite noch ein bisschen zu hoch. Verschieben könnt ihr das, indem ihr einfach noch ein bisschen Wasser, also einen Tropfen Wasser drauf fallen lasst, und dann löst sich das Dickel auch schon wieder. Und dann könnt ihr, um das Wasser, was ihr gerade draufgepackt habt, wieder wegzunehmen, einfach einen trockenen Pinsel nehmen und die Pinselspitze saugt sich dann mit dem Wasser voll. So, und was auch noch immer sehr hilfreich ist, ist so Rollbewegungen mit einem dickeren Pinsel zu machen und das Dickel quasi an den, ist ein bisschen verrutscht jetzt, an den Schulterpanzer anzuschmiegen. Also damit meine ich quasi so eine Drehbewegung, ja. So, immer von der Mitte des Dickels ausgehend nach außen hin. So, und keinen Druck ausüben, einfach nur rüberrollen über die Geschichte. So. Also, wir haben erstens Artcode, zweitens Dickeladapter, dann einschneiden, dann noch sicherstellen, dass es an der richtigen Position ist. Was wir jetzt machen, ist nochmal gucken, okay, bilden sich da jetzt irgendwo noch Bläschen? Ja, ist das Dickel irgendwo noch gewellt? An den Kanten passiert das oftmals, dass es sich so faltet. Und das sind dann genau die Stellen, wo wir nochmal das Bastelmesser zur Hand nehmen und nochmal so kleine Schnitte setzen. Einfach, dass das Dickel da nochmal die Möglichkeit hat, sich ein bisschen zu überlappen. So. Also wie gesagt, wichtig auch hierbei ist vorsichtig sein, nicht doll aufdrücken. Weil man sieht halt irgendwann die Schnitte, die man gemacht hat, auch nicht mehr so richtig gut. Und dann kann es passieren, dass ihr halt einfach mal so eine Ecke von eurem Dickel abreißt. Oder abschneidet, besser gesagt. So, als nächstes haben wir hier einen Black Templar Schulterpanzer. Den finde ich ein bisschen einfacher, weil man hier halt gute Freiräume hat, in die man nochmal reinschneiden kann. So, wie ihr sehen könnt, immer da, wo das Kreuz ist, zack, 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 habe ich reingeschnitten. Was man auch nochmal machen kann, ist die Mitte von diesen Kreuzstäben zu finden, da wo es sich zusammenführt, und dann halt da nochmal reinzuschneiden. Und dann wieder das Ganze glatt zu massieren. So, vielleicht nochmal hier außerhalb des Dickels, also außerhalb des schwarzen Bereichs, den man sieht, mache ich nochmal so ein paar Cuts, wo ich weiß, dass die durchsichtige Folie des Dickels sich befindet. So. Und ihr seht, ich habe hier zum Beispiel recht tief in die Mitte reingeschnitten. Und dadurch hat sich das Dickel jetzt in der Mitte aufgespalten. Und man sieht, ich hoffe, ihr seht es, diese helle Linie hier und hier. So, das sind dann Sachen, mit denen, da würde ich nachher einfach ein bisschen schwarze Farbe wieder drüber malen. Und dann fällt es keinem auf, dass da irgendwie sich das Dickel geteilt hat. Gut, wenn eine Seite jetzt irgendwie komplett schief wäre oder runterhängen würde, dann würde ich sagen, okay, muss ich das Dickel vielleicht nochmal machen. So, auch hier könnte ich jetzt nochmal ein bisschen Wasser drauf machen. Und vorsichtig, da ich das Dickel halt so sehr eingeschnitten habe, muss ich jetzt sehr, sehr vorsichtig sein, wenn ich das Dickel nochmal bewegen will.
Übrigens macht es auch einen sehr großen Unterschied, wie alt euer Deagle-Sheet ist. Also ob es jetzt neuere Deagles sind oder wenn die schon 20 Jahre alt sind. Wenn die schon 20 Jahre alt sind, dann lösen die sich gerne mal auf. Ich werde jetzt zum Beispiel hier sagen, das ist eins von diesen sehr alten Dingern. Ich mache da mehr mit kaputt, als dass ich helfe, wenn ich das jetzt noch weiter verschiebe. Ihr seht hier zum Beispiel, ist so eine kleine Ecke rausgegangen. Wie gesagt, das ist nicht 100% gerade. Deswegen habe ich euch am Anfang empfohlen, guckt, dass ihr es nach Möglichkeit gleich an die richtige Stelle setzt. Und gleich richtig exakt gerade, weil dann habt ihr nachher halt nicht den Ärger, um das jetzt nochmal wieder neu machen zu müssen. Oder dass ihr Gefahr lauft, euer Deagle kaputt zu machen. So, auch hier wieder schauen, dass ihr wirklich die Mitte findet. Ich weiß, das ist gar nicht so einfach. Übrigens, einige würden wahrscheinlich auch den Deagle Bogen nehmen und das Deagle von dem aus runterschieben. Das mache ich aber nicht so gerne, weil ich das Gefühl habe, dass ich dann weniger Kontrolle habe, als wenn ich das Deagle direkt vom Pinsel auf den Schulterpanzer auftrage. Also ich denke mir, das kann man auch mal so drin lassen. Ihr seht, es kann auch immer noch Fehler passieren, Unfälle, davor ist man nicht sicher. Und wie ihr sehen konntet hier, dass die eine Flügel hat seine Ecke verloren. Aber man kann sie vorsichtig mit dem Pinsel wieder ranführen. Das ist dann jetzt auch nicht der Weltuntergang. Müsst halt einfach nur an der Stelle dann immer vorsichtig sein. Die löst sich immer dann sehr gerne und ihr müsst dann halt gucken, dass ihr das dann nicht wegschiebt, die Stelle, die sich gelöst hat. So, auch hier wieder habe ich halt die Flügelchen eingeschnitten, dann diese Kante vom Schwert eingeschnitten. Quasi alles, damit sich das Deagle schön um den Schulterpanzer legen kann. Hier unten ist halt so eine Lasche, die ragt über den Schulterpanzerrahmen rüber. Die habe ich jetzt einfach abgeschnitten, einfach damit ich dann keine hässlichen Trocknungsflecken habe, wenn ich nachher Mattlack oder sonst irgendwas drauf mache. Als nächstes haben wir dann noch einen Space Wolf Schulterpanzer. Das ist, glaube ich, einer von einem Forge World Marine, der noch irgendwo übrig geblieben ist. Also die ganzen Produkte, die funktionieren halt auch auf normalem Forge World Resin. Da braucht ihr euch keine Gedanken machen, dass das irgendwelche Nebenwirkungen hat. Hier wieder vorsichtig. So. Einschneiden. Mit vorsichtigen Bewegungen. Entweder zur Mitte hin oder von der Mitte weg. So, also jetzt ist das Deagle getrocknet, der Deagle Adapter verdampft und hat das Deagle jetzt vollständig angelöst. Was ich immer noch gerne zwischendurch mache, ist einfach das Deagle ein bisschen auf den Schulterpanzer zu streicheln. Einfach, damit es keine Luftbläschen mehr gibt. Ja, und das wirklich eine schöne glatte Oberfläche hat. Der nächste Schritt ist nochmal das Artcode von Games Workshop zu benutzen. Wir ziehen jetzt im Prinzip nochmal eine Schutzschicht über das Deagle, damit es auch nach Möglichkeit fest bleibt. Hier immer noch darauf achten in diesem Status des Deagles, dass ihr nicht auf die Fläche kommt, weil das Deagle sich noch sehr leicht ablösen lässt. Und dann haben die Sachen auch genug Zeit zum Trocknen. Ja.
So Leute, das Artcode ist jetzt wieder getrocknet. Wir haben eine schöne glatte Schicht und der finale Schritt, der uns jetzt noch fehlt, ist das Ultra Matte Varnish von AK Interactive, was wir im Prinzip einmal über die komplette Fläche hier malen, über den kompletten Schulterpanzer, damit er auch überall den gleichen Farbton erhält. Und was dieser Matte Varnish macht, ist halt, er fügt alles zusammen, er nimmt den Glanz von dem Artcode. So Leute, wie ihr sehen könnt, ist jetzt auch der Mattlack getrocknet. Und er hat wunderbar alles zusammengefügt. Man sieht hier und da noch ein paar so glänzende Stellen. Das liegt daran, dass der Artcode ziemlich flüssig ist und nicht an jeder Stelle immer gleich stark austrocknet. Könnte man jetzt nochmal rübergehen, aber was ich eigentlich immer ganz gerne mache, ist zum Schluss, wenn die komplette Figur fertig ist, kommt nochmal Anti-Shine von Army Painter über die komplette Figur und in den meisten Fällen ist dann auch die letzten Glanzreste sozusagen. Um diesen Effekt noch ein bisschen zu verstärken, könnt ihr natürlich die Grundfarbe eurer Rüstung nehmen und dann noch ein paar Kratzer oder Abplatzer auf das Diekel draufmalen. Das funktioniert immer recht gut, oder zum Beispiel setzt ihr beim Space Wolf Panzer hier oben so ein dunkler Abplatzer und aus diesem Abplatzer fließt so ein leichter Roststreifen über die blaue oder graue Panzerung und das Schwarz rüber, was beide Farben nochmal so ein bisschen zusammenholt. Es kann passieren, dass ihr jetzt bei diesem Schritt immer noch merkt, dass hier irgendwo so kleine Bläschen sind oder so. Was ihr dann macht, ist einfach mit dem Bastelmesser so einen leichten Cut rein und dann nochmal mit dem Pinsel ein bisschen drüber, oder also ein bisschen reinmassieren, reinstreicheln, okay? Das wäre, falls ihr da nochmal so ein paar Überreste habt. Ja, ich hoffe, ihr konntet was lernen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal.